Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Ich darf heute mal wieder ein ganz besonderes Auto testen. Ich bin nämlich mal wieder in Stockach bei BMW Auer. Das Wetter hält sich für Stockacher Verhältnisse ziemlich gut. Es ist nur grau und es regnet noch nicht. Und das besondere Auto, das ich heute testen darf, ist der BMW i4 eDrive 40. Das ist wirklich ein schneidiges Auto. Ich habe mir sofort überlegt, ist das jetzt eigentlich die Kategorie Model 3 oder Model S? Es gibt noch die größere Variante M50, die hat zwei Motoren. Das hat einen Motor hier. Aber jetzt steige ich erstmal einfach ein. Muss ich natürlich zugeben als alter Model 3 Fahrer, dass ich sofort natürlich zwei Dinge merke. Das eine ist, es gibt viel mehr Knöpfe. Okay. Es sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler BMW. Und zum anderen, von der Wertigkeit einfach nur mal erster Eindruck. Das sind so, ich nennt man das Carbon-Optik, keine Ahnung, aber das wirkt schon alles relativ edel. Was mir auch sofort auffällt, auch deswegen, weil es mir der Christian vorhin gesagt hat, ist, dass man hier die Beinlänge verstellen kann von den Sitzen. Das ist etwas, das würde zum Beispiel den Oscar sehr freuen mit seinen langen Haxen. Jetzt mache ich mal die Tür zu und dann schauen wir uns das Ding mal von innen genauer an. Hallo BMW, navigiere nach Ludwigshafen. Ich habe mehrere Ziele gefunden. Welches soll ich nehmen? So, also die ersten paar Kilometer bin ich schon gefahren. Ich habe schon beschleunigt, ich habe schon Spitzengeschwindigkeit getestet. Hat auf jeden Fall Rums, das Auto, auch wenn es die kleine Version ist. 192 Stundenkilometer in der Spitze finde ich auch absolut ausreichend. Ich fahre normalerweise nie mehr als 150, weil sonst ist die Batterie so schnell leer. Also von den Fahreigenschaften, auch wie das Ding auf der Straße liegt, gefällt es mir sehr gut. Head-Up-Display ist natürlich eine tolle Sache, die ich schmerzlich vermisse bei meinem Model 3. Lenkung sehr direkt, sehr schön. Der Fahrassistent, also Abstandhalter und Tempomat, gefällt mir ebenfalls sehr gut. Das ist häufig so, dass es so eine Teigeschichte ist. Aber da fühlt man sich sicher, auch wenn man mal wirklich das Lenkrad der Automatik überlässt. Das kommt um die Kurven und fühlt sich gut an. Was mir wichtig ist, ist, dass es diesen Schalter gibt, dass man nicht nur im Drive-Modus, sondern eben im Brake-Modus fährt. Das ist dann wie One-Pedal-Driving. Das mag ich halt sehr gerne und bin ich gewöhnt. Wobei ich ja inzwischen gelernt habe, für die Energie, also für die Rekuperation, ist das gar nicht so von Bedeutung, weil dieser andere Modus, der D-Modus, in dem das dann eher so segelt, der ist intelligent, der sieht also voraus, muss ich bremsen, ist ein Auto vor mir oder kann ich zufahren, dann bremst er weniger stark. Also es ist ein intelligenter Rekuperation, insofern auch ohne den One-Pedal-Drive oder den Brake-Modus, auf jeden Fall energieeffizient. Das ist dieses Auto ja ohnehin, hat einen Motor hinten. Ich habe auch hier noch keine Nachteile gemerkt in der Straßenlage oder bei der Beschleunigung. Wie gesagt, es ist nicht, natürlich nicht ganz so stark, es ist kein Performance-Modell sozusagen, aber absolut ausreichend mit dem einen Motor hinten und liegt auch sehr gut auf der Straße. Ich frage mich, warum dieses Auto mit über 2 Tonnen Gewicht trotzdem im Verbrauch so günstig ist. Das muss an den aerodynamischen Fahreigenschaften liegen. Solche Sachen wie da vorne, dass Luftverwirbelungen vom Rad direkt aufgenommen und weitergeleitet werden, die Form insgesamt. Also hier muss BMW einiges richtig gemacht haben, vielleicht auch am Batteriemanagement. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das beeindruckend mit WLTP 16 Kilowattstunden auf 100 und bei einer Batterie von 80 Kilowattstunden Kapazität kommt man dann eben offiziell auf irgendwas um die 530 Kilometer Reichweite. Das ist gut, da kann man sich wirklich nicht beklagen. Vor allem nicht, weil wir auch beim Laden eine entsprechende Geschwindigkeit haben. Ich glaube 205 Kilowatt als maximale Ladeleistung bzw. 11 Kilowatt dann an den AC-Ladern. Also es ist technisch betrachtet alles dran, was man gerne dran haben möchte. Viele bemängeln, dass die Heizung jetzt nur noch über das Touchscreen zu erreichen ist, bzw. ja mit dem Gott sei Dank immer noch vorhandenen Dreh-Drückregler.
dass man hier nicht immer auf dem Display rumtappen muss und dass es keine eigene Regelung für die Heizung gibt, kann man bemängeln. Ansonsten ist halt hier riesen Display und alles, was man sehen will und noch viel mehr, sieht man hier drauf. Und das Ding fährt einfach erstmal richtig gut. In der Mittelkonsole haben wir Platz für zwei Getränke. Und natürlich haben wir hier noch in der Mittelkonsole ein schönes großes Fach mit einer USB-C-Ladedose. Und vorne kann man auch die Handys mit Kontakt aufladen. So, wir schauen uns das Ding noch mal ein bisschen von vorne und von außen an. Zunächst mal natürlich der Frunk. Traditionell natürlich auch hier, den Hebel findet man da, wo man ihn schon immer gefunden hat. Man muss ihn zweimal ziehen und dann geht es vorne auf. Und was sieht man vorne? Nichts eigentlich, weil es gibt keinen Frunk, sondern hier ist Wärmepumpe und Elektronik und Klimaanlage und so weiter verbaut. Auf der anderen Seite zum Laden, die Ladeklappe. Gibt es eben natürlich zum AC-Laden und zum DC-Laden. Die Anschlüsse kann man einzeln auf und zu machen. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn man dann mal bei Regen zu Hause lädt, dann hat man nicht einen offenen DC-Port da rumfliegen und Angst, dass vielleicht es reinregnen könnte. Der Oscar ist heute nicht da, deswegen können wir heute keinen Oscar-Test machen. Machen wir einfach dieser Dad-Test. Ich steige einfach mal hinten ein. Ich bin ja auch schon in einigen Autos gesessen, aber ich nehme die andere Seite. Da weiß ich, dass ich vorne meinen Sitz auf mich eingestellt hatte. Also, was man schon mal sagen kann, das ist uns jetzt hier bei der Probefahrt aufgefallen, es ist kein großes Auto. Also vor allem die Türen sind zum Beispiel klein. Mein Vater würde sagen, man braucht einen Schuhlöffel, um reinzukommen. Der hätte hier richtig Schwierigkeiten, auch vorne bei den Türen. Da muss man sich so ein bisschen, also gewisse Beweglichkeit im Körper muss sein. Jetzt, wenn ich hier hinten sitze, von der Beinfreiheit, glaube ich, hätte der Oscar keine Probleme. Von der Kopffreiheit denke ich schon, weil jetzt stoße ich hier schon mit meiner Platte da hinten an. Also ich habe natürlich keine Haare, nichts, was einen stören könnte, und stoß hier oben schon an. Das heißt, der Oscar, der ist ja noch ungefähr 14 cm höher als ich. Das ist also ein ganz schönes Stück. Der würde jetzt wahrscheinlich so hier drin sitzen. Ist meine Vermutung. Kann ich mir nicht anders vorstellen von der Höhe. Ansonsten haben wir hier auch zwei Getränkehalter. Schön verborgen hier. Und wir können hinten die Heizung separat einstellen und haben noch zwei USB-C-Anschlüsse. Soweit alles top. Wenn ich schon gerade hier die Tür aufmache und wieder schließe, das ist schon was mir auffällt. Die Sounds von den Türen, das klingt alles sehr satt, sehr wertig, sehr voluminös. Das muss man sagen, das fällt mir als Blechautofahrer durchaus auf. Und damit kommen wir zum E-Piano-Test. Ich habe wieder kein E-Piano dabei, aber ich habe ja meine 22 cm Hände. Und was natürlich angenehm ist, der Kofferraum geht von alleine auf. Und hier seht ihr zunächst mal sehr schön, dass man eine komplette Ladefläche hier hinbekommt und keinen störenden Steg hat. Das ist das eins von den drei Sachen, die mich wahrscheinlich an meinem Model 3 am meisten ärgern. Das heißt, man hat hier auch Chancen, größere Sachen hineinzubekommen. Umklappen muss man wahrscheinlich von vorne. Ich messe erstmal hier hinten mit meinen 22 cm Händen. Also an der engsten Stelle, das sind eben doch dann nur, ich sag mal, 80 cm. Das ist nicht besonders viel. Ich habe ja kürzlich mal ein Bild in mein Model 3 nicht reinbekommen, was 1 Meter breit war und das hat nur haarscharf nicht hingehauen. Also das ist deutlich schmaler, aber dadurch, dass ich hier oben eben in die Diagonale gehen kann, würde ich das Bild hier wahrscheinlich reinbekommen. Asymmetrisch umklappbar. Schauen wir mal, wie viel das hier ungefähr ist. 1,70. Das sieht mir auch nicht so lang aus wie bei meinem Model 3. Da sind es fast 1,90. Was mir gerade erst aufgefallen ist, sind diese wildlederartigen Sitzbezüge. Die finde ich ganz schick und bequem. Oh, das ist weich. Ein Sitz, den man die ganze Zeit streicheln will. Toll, ne? Aber man sitzt halt doch drauf. Hier gibt es noch einen 12-Volt-Anschluss, einen Haken, um etwas zu befestigen. Und? Hä? Oh! Aha! Da kommt eine Anhängerkupplung.
Das passiert, wenn man einen Knopf drückt, von dem man nicht weiß, für was er zuständig ist. Ich hätte mir beinahe hier diese Anhängerkupplung ans Schienenbein gehauen. Aber das ist der Knopf für die Anhängerkupplung. Ich vermute, wenn ich nochmal drauf drücke, geht sie wieder weg. Wunder der Technik. So, dann geht es hier noch eine Etage tiefer beim Kofferraum. Da ist dann noch Platz für Ladekabel, Verband, Tasche und Warndreieck. Ansonsten hier noch zwei praktische Netze an den Seiten. Sehr praktisch für Milch. Ne? Wem schon mal Milch im Kofferraum ausgelaufen ist, weiß, dass es ein Totalschaden sein kann. Insofern sehr praktisch, wenn man die Milchflaschen dann da in die Seite reinstellen kann. Es gibt hier eine Sache, die habe ich bei Autos noch nie verstanden. Es gibt diesen Start-Stopp-Knopf. Also ich habe in der Tasche einen Schlüssel, der ermöglicht, dass ich mit diesem Auto fahre. Bei Model 3 ist halt einfach, man steigt ein, geht in den Drive-Modus und fährt los. Man steigt aus, geht in den Park-Modus, Auto ist aus. Aber hier hat man noch einen zusätzlichen Start-Stopp-Knopf. So, jetzt ist mir gerade das Auto weggerollt. Warum? Weil ich nicht im Park-Modus war, alles klar. Und hier gibt es noch eine Feststellbremse, die man noch zusätzlich ziehen kann. Die geht jetzt beim Model 3 auch automatisch an, in dem Moment, wo man geparkt hat. Weil, ja, und automatisch los, wenn man fahren will. Ist ja irgendwie auch logisch. Kommen wir zum Fazit. Dieses Auto kostet, so wie es da steht, 72.000 Euro, ungrad. Und ist ab 59.000 zu haben, also abzüglich der Umweltprämie, liegen wir irgendwo so bei 52.000 Euro. Wenn ich das Auto vergleiche mit Autos, die ich schon gefahren bin, dann bin ich beim e-tron GT, beim Mustang GT und unweigerlich bei den Teslas. Von der Preisklasse her spielt dieses Auto in der Liga vom Model 3. Das ist Ende 40.000 zu haben und mit ein bisschen Ausstattung liegt man wahrscheinlich ungefähr da. Technisch muss ich sagen, bin ich hier mit allem bedient, was ich brauche. Ich habe eine schöne Beschleunigung, ich kann 190 fahren, mehr brauche ich nicht. Ich habe eine schön große Batterie mit 80 Kilowattstunden. Ich habe einen ordentlichen, wirklich angemessenen Verbrauch mit 16 Kilowattstunden auf 100. Ich habe eine entsprechende Reichweite von über 500 Kilometern, die auch tatsächlich realisiert werden kann. Alles da, was ich brauche. Zusätzlich habe ich ein Head-Up-Display. Ich habe zusätzlich hinten mehr Platz beim Einladen, weil diese Hutablage nicht da ist. Das sind eindeutige Vorteile. Übrigens auch die Ladeleistung ist top mit über 200 Kilowatt. Also man kann das richtig als Langstreckenfahrzeug benutzen. Ich würde mal sagen, ein Paar ohne Kinder, das gerne auch mal in längeren Strecken in Urlaub fährt, auch mal von IKEA was hinten reinladen will und ansonsten gerne sportlich unterwegs ist, ist mit diesem Auto wirklich wunderbar bedient. Ich meine, es ist, und das merkt man auch, ein wertiges Auto. Da würde ich auch einen Vorteil gegenüber Tesla sehen, auch wenn Tesla immer besser wird. Ich finde das von der Verarbeitung schon sehr, sehr gut und von der Ausstattung schon sehr, sehr wertig. Was könnte mich stören? Dieses Auto ist ein konservatives Auto. Es ist für Verbrennerfahrer gedacht, die vom BMW kommen und deswegen sieht es innen auch so aus wie ein BMW. Es ist nichts, wenn du ein futuristisches Design möchtest. Ich finde es ein bisschen langweiliger als die Teslas und ich würde es mir auf jeden Fall nicht in Mausgrau holen, sondern wahrscheinlich eher in Rot. Was mich schmerzen würde beim Umsteigen wäre, dass ich die Supercharger nicht mehr habe, weil das ist schon ein wirklich sehr, sehr wichtiges Detail bei Tesla. Natürlich gibt es inzwischen auch eine gute Ladeinfrastruktur für diese Autos, aber die Einfachheit und die gute Verbreitung und die Geschwindigkeit von den Tesla Superchargern ist halt schon immer noch ein Plus. Also insgesamt eine Überlegung wert, vor allem vielleicht für jemanden, der eher in Richtung Model S aus bestimmten Gründen tendiert, aber nicht alles braucht, nicht so ein großes Auto braucht und vielleicht auch nicht die Superbeschleunigung unter 4 Sekunden braucht. Dem aber das Model 3 ein bisschen zu klein, ein bisschen zu wenig wertig ist und der vielleicht hinten ab und zu mal ein bisschen mehr reinladen will und auf ein Head-Up-Display besteht, der wäre mit diesem Auto auf jeden Fall gut bedient und gut aufgehoben. Kleiner Fakt am Rande, momentan könnt ihr es nur bestellen und müsst eine ganze Weile warten, da einige Teile von diesem Auto in der Ukraine und in Russland produziert werden und das ist im Moment natürlich nicht günstig. Ich hoffe, dieser kleine Review hat euch gefallen. Wie immer auf dieser Dad Art. Bitte liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.